Und herzlich willkommen hier auf Gaming Paradise zum nächsten Part von Lego City Undercover. Ja Leute, wir sind jetzt hier weiterhin im Blue Bell Nationalpark. Schauen mal, ob wir noch die restlichen Kostüme etc. finden können. Und ja. Gut, da hinten haben wir schon das nächste. Ich denke mal, das sollte jetzt in diesem Part sogar alles machbar sein, aber warten wir einfach mal ab. Mist. Der Wagen lässt sich überhaupt nicht gut fahren. Tatsächlich nur an, um in die Kurve zu fahren. Das Rennen kümmern wir uns später nochmal. Und vielleicht gibt es hier auch einen längeren Part, weil ich möchte das Ganze jetzt abschließen. Mit diesem dritten Part. Mal schon mal den Grill. Was haben wir denn hier Schönes? Das Blumenbeet.
gleich nochmal das Rennen. Diesmal bitte mach's richtig. Nee, keine Ahnung, was wir da eben haben. Ja, okay. Vergessen wir das mal ganz schnell wieder. Ersten zwei Versuche gab es noch heute, okay. Zwei Stück zu absolvieren. Und zwar der Astronaut, also das Alien. Was fehlt denn noch? Achso. Die Bande. Das Alien und die Bande fehlen noch. Schauen wir uns mal ein bisschen um. Dumm die dumm.
nächsten Punkt. Okay, dann haben wir das eh auch schon. Kümmern wir uns erstmal um das Ding auf der anderen Seite. Ups. Ich dachte, ich will das Alien. In diesem Restaurant sollen manchmal Gangs rumhängen. Haben Sie schon gewählt, Sir? Ich weiß nicht. Ich kann mich nicht entscheiden. Überraschen Sie mich einfach. Gerne, Sir. Ah! Oh! So. Haben Sie jetzt eine Wahl getroffen? Hut ab! Der Lachs war ein Gedicht! Ja, mein Dorsch war auch hervorragend! Also meine Frau würde dieses Restaurant hassen. Wieso das? Sagtest du nicht, dass sie eher der Fischtyp ist? Genau. Sie ist eine Meerjungfrau. Womöglich haben wir gerade ihre Freunde verspeist. Das war sehr lecker. Aber hallo, genau das Richtige vor einem großen Tag voller Schandtaten. Wir hauen bei der Mine alles kurz und klein, oder? Genau das machen wir, denn wir sind die Krassesten der Krassen. Ja. Wir sind so böse, dass die anderen Bösen lieb wirken. Im Vergleich. Genau. Ich bin so krass, dass ich nur 10% Trinkgeld gebe. Wow. Auf sowas Krasses war ich echt nicht gefasst. Oh Mann. Dies geht ja mal gar nicht. Oh gut, die Strömung ist gar nicht so heavy. Das würde das noch klappen. Doch, passt. Jo, kriege ich noch keinen. Auch wenn das knapp aussieht. Wuhu! Jetzt geht der Spaß richtig los! Die Polente! Naja, einer wenigstens. Hoffentlich kriege ich meine alte Zelle wieder. Engadino. Hoffentlich kriege ich meine alte Zelle wieder. Engadino. Wenn du nichts dagegen hast, misst dich dann mal los. Halt, im Namen des Gesetzes. Ich krieg dich schon. Thank you.
Alien noch schneller. Das war ja von hier irgendwo gut zu sehen. Da ist es. Direkt mal markieren. Vier Kostüme und das Ding eben hier vor mir. Kostüme finden. Ja, gut, eins weiß ich ja schon mehr, wie es zu machen ist, zumindest mal. Oh Gott, ich habe das langsamste Auto gefühlt erwischt. Was das hier ist. Den Superstein da oben. Gut. Ja, das Ding habe ich gesucht. Ah, ich hätte aber gar nicht weit gemusst. Genau zu sein muss ich genau hier. Ah. Das vergesse ich auch jedes Mal. Zu Kostüm. Meine Schuld. Mir egal. Out! Alles, was meine Schuld ist. Oder sein soll. Das wird sicher Ärger geben.
sehr gut. So, das können wir jetzt also auch orten. Dann dürfte das im Darm schon eigentlich durchaus machbar gewesen sein. Natürlich sind auch solche Sachen damit jetzt auffindbar, aber das wird schon trotzdem irgendwie funktionieren. Da hinten ist ein Versteck. Nur keine Ahnung, was für ein. Ich mich wohl ein bisschen zu früh gefreut. Aber echt uncool. Eins der Feuerlinge. Was machen? Da gibt es aber wohl noch einige mehr. Okay, markieren kann ich.
jetzt immer so und mehr oder weniger. Okay, das ist ganz gar nicht so einfach, wie ich es mir erwünscht habe. Oder erhofft habe, wie auch immer. Doch in den Bereich, wo es langsam schwierig wird. Man muss ja auch fairerweise sagen, viel ist nicht mehr zu tun. Wo könnte noch was sein, wo ich noch nicht war? Da zum Bleistift. Schon. Aber nicht gründlich genug. Geht sich hier drum. Nee, tut's nicht. Ich blind schleiche. Und hier rum. Was ist denn da oben? So ein Ding. Hm. Ich stelle mir mal gerade die Frage.
was man da ganz hinten finden könnte. Oder anders formuliert, von hier oben alles sehen kann. Das zum Beispiel. Nur noch ein letztes. Ja, probieren wir mal das hier aus. Okay, das ist dafür gedacht. Lande ich jetzt und warum lande ich da? Okay, und so lernt man, dass man da hochkommen kann. Verstehe. Verstehe jetzt nur noch nicht so ganz, warum man das machen soll. Übrigens, ich habe es eben gemacht, dass ich in die Richtung geklickt habe, in die ich muss. Das ist aber falsch, einfach nur X drücken und hier hochkommen. Deswegen bin ich auch zweimal abgestürzt. Wow. Irgendwie hin. Wahrscheinlich ist dann am Ende da unten überhaupt nichts. Mal gucken wir einfach mal. Gespannt, aber ich glaube nicht, dass man hier völlig umsonst rum kann. Ah, indirekt. Schätze ich mal. Ach so. Thank you.
jetzt fehlt uns nur noch eins. Das Feuer würde fehlen. Bin mir aber nicht sicher. Wäre natürlich cool, wenn wir das jetzt einfach so finden. Ohne dass ich nachgucken muss. Gerade war aber auch irgendwie cool. Oh, bitte lass es das letzte sein. Das wäre so cool. Könnte aber gut sein, ja. Jawohl. Ja! Was ist das? Junge, ist das dein scheiß verfickter Ernst? Ey! Da ist es doch. Das finde ich manchmal ein bisschen schade gemacht. Haben wir den Bluebell National Park zu 100% abgeschlossen. Also bleibt mir jetzt auch nicht viel mehr, als euch so einen schönen Abend zu wünschen. Viel Spaß mit dieser Folge. Vergesst nicht, dem Part einen Daumen nach oben zu geben und den Kanal zu abonnieren, die Glocke aktivieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen.